Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man muss hier noch mal deutlich sagen, vor einem Jahr wurde hier mit dem Slogan "Wer betrügt, der fliegt", insbesondere von der CSU, eine doch recht populistische Debatte befeuert, die vor allen Dingen darauf aus war, ja, Menschen, die hier zuwandern aus Bulgarien und Rumänien, insbesondere Roma, auszugrenzen und hier zu treffen. Bis heute hat es keinen einzigen Beleg gegeben, dass es diesen Missbrauch ernsthaft gibt. Natürlich gibt es Einzelfälle, aber wenn wir einfach auch hier mal sagen, dass über 400.000 Menschen aus Bulgarien und Rumänien eingewandert sind und hier vor allen Dingen arbeiten und Steuern zahlen, in die Sozialsysteme einzahlen und im Grunde genommen dieser deutschen Gesellschaft auch die deutsche Gesellschaft davon auch profitiert, das hört man hier nie, wird immer auf die Minderheit abgestellt, die vielleicht auch das eine oder andere falsche Vorgehen beim Sozialhilfebedarf dabei vorgegangen ist. Ich will hier ganz deutlich sagen, die Linke ist dafür, dass EU-Bürgerinnen und Bürger ihre sozialen Rechte wahrnehmen können und vor allen Dingen, dass der Bund Unterstützung leisten muss, wenn es an Hilfe bedarf in den Kommunen und insbesondere was Ausbildung und Fortbildung angeht. Und meine Damen und Herren, die sozialen Rechte der Unionsbürgerinnen und Bürger werden von dieser Bundesregierung unter Vorbehalt gestellt. Laut Gesetzentwurf soll sein Aufenthaltsrecht verlieren, wer nach 6 Monaten noch keine Arbeit gefunden hat. Diese Regelung ist sehr pauschal und sehr restriktiv. Soll mir mal jemand zeigen, wer völlig neu anfängt in einem neuen EU-Staat, wie das gehen soll. Und damit nicht genug. In Zukunft sollen auch Kindergeldstellen, Jobcenter und die Krankenkassen prüfen, ob Unionsbürger und Bürgerinnen möglicherweise länger als ein halbes Jahr in Deutschland verbleiben können, weil sie die Voraussetzungen erbringen müssen. In der Sachverständigenanhörung, die wir durchgeführt haben mit dem Innenausschuss, hat es einige Beispiele gegeben, die zeigen, wie absurd die Folgen sein können. Eine EU-Bürgerin, zum Beispiel aus Dänemark, die mit ihrem Mann und 2 Kindern nach Deutschland gekommen ist, wird von ihrem Mann verlassen. Sie hat aber inzwischen die Kinder gut integriert. Sie gehen in den Kindergarten, sie haben Freunde, sie sprechen die deutsche Sprache. Deshalb möchte die Frau gerne hier bleiben. Aber wenn sie nicht schnell genug Arbeit findet, kann ihr Folgendes passieren. Die Kindergeldstelle lehnt ihren Kindergeldantrag ab. Die Krankenkasse verweigert den Versicherungsschutz, das Jobcenter lehnt den Antrag auf Hartz IV und Qualifikationsmaßnahmen ab. Und am Ende kommt zwar die Ausländerbehörde zu einem ganz anderen Ergebnis und bestätigt ihr Aufenthaltsrecht. Die Familie darf bleiben, verliert aber ihre sozialen Rechte. Wie perfide ist denn das? Was ist denn das für ein Bürokratiekram? Meine Damen und Herren, und besonders die Regierungskoalition. Sie wollen außerdem wieder Einreisesperren, wie wir eben schon gehört haben, einführen, wenn ein EU-Bürger beispielsweise die Behörden getäuscht hat. Doch nach den Unionsbürgerrechtslinien sind wieder Einreisesperren nur aus Gründen von öffentlicher Sicherheit und Ordnung erlaubt. Der Gesetzentwurf geht also weit über das Erlaubte hinaus und setzt eine Täuschung der Behörden mit einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit gleich. Das ist doch auch völlig absurd. In Sonntagsreden betonen wir hier immer wieder, wie wichtig die Freizügigkeit der EU ist, haben wir eben auch wieder gehört. Aber hier schafft sie Regelungen, die dieses Recht aushöhlen, und das nenne ich eindeutig Heuchelei. Ich will noch kurz auf den vermeintlichen Sozialmissbrauch eingehen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Das gibt allein im vergangenen Jahr 91 Fälle von Verdächtigen, die Sozialhilfemissbrauch, Betrug möglicherweise begangen haben. Dem steht, wie gesagt, gegenüber, dass über 400.000 Menschen hier arbeiten. Man fragt sich also wirklich, warum dieser Aufwand, warum diese Einschränkung an einem ganz wichtigen Recht der EU, nämlich die Freizügigkeit. Dazu hat zum Beispiel in der Anhörung eine zuständige Bezirksstadträtin aus Berlin-Neukölln
Folgendes gesagt in ihrer Stellungnahme. Ich zitiere, europäische Unionsbürger haben ein Recht auf Freizügigkeit, das sie nutzen, und damit verbundene Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Hier kann nicht automatisch von einem Missbrauch oder Sozialleistungsbetrug gesprochen werden, sondern in vielen Fällen lediglich von einer Wahrnehmung von Rechten. Zitat Ende. Man kann es auch anders ausdrücken. Sie stellen mit diesem Gesetz und Ihren weiteren Vorhaben das Freizügigkeitsrecht in Frage, weil es vereinzelte Fälle von Missbrauch geben mag. Das nenne ich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und meine Damen und Herren, Die Linke nimmt den Grundgedanken der Europäischen Union ernst. Wir sind dafür, dass alle Unionsbürger und Bürgerinnen die gleichen Rechte hier haben. Und so sollte man es auch weiter praktizieren. Das Gesetz ist völlig überflüssig und reine Schikane. Danke. Als nächster Redner hat der Kollege Dr. Cattelucci das Wort.